So, haben wir irgendwas? Können wir eine schöne Puppe mitnehmen oder können wir vielleicht mal einen Gesundheitsdrink oder so finden? Das würde mich natürlich sehr freuen. Jetzt, wo wir so rein gar nichts mehr haben. Ich glaube, in den Zimmern waren wir ja auch überall schon. Jetzt habe ich echt ein bisschen Schiss. Und natürlich würde ich mich über einen Speicherpunkt sehr freuen. Das haben wir schon gelesen. Was guckt er denn da an? Oder guckt er... Ach, er hat wahrscheinlich den Koffer angeguckt. Okay. Und ich erinnere mich an die beiden Monster, die hier draußen waren. Ich hoffe, die sind nicht mehr da. Sag bloß, die sind nicht mehr da. So, wir müssen zum Rathaus. Wo ist denn eigentlich das Rathaus? Ich meine, die Blutspur hat ja eigentlich hier zur Praxis geführt. Ich höre doch schon wieder was. Ist hier das Rathaus? Hundi, lass mich jetzt mal eben bitte in Ruhe. Können wir da rein? Oh, sind wir etwa tatsächlich im Rathaus? Wir haben keine Karte. Zumindest noch nicht. Weiß nicht, ob ich schon in die große Tür möchte. Durch die große Tür oder erstmal da lang. Ich guck mal. Ja, natürlich ist sie zu. Möchte ich rechts oder links? Ich glaube, ich möchte links. Ich weiß nicht warum. Ich habe dabei irgendwie... Ja, so viel zum Thema. Ich habe dabei irgendwie ein besseres Gefühl. Na, komm her, die sind ja eigentlich echt mit einem Schuss down, wenn ich im richtigen Moment treffe. Oh, was? Da habe ich schon zweimal geschossen und er ist trotzdem nicht down. Ah, jetzt aber, okay. Mit drei Schuss kann ich auch noch leben. Nein, ich wollte die Axt. Mich würde das natürlich echt sehr freuen, wenn hier ein Speicherpunkt wäre. Aber wenn ich Spieleentwickler wäre, dann würde ich im Rathaus einen Speicherpunkt setzen. Das würde man doch tun, oder? Bestimmt. Das ist mein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Isaac Shepherd. Er war einer der vier Gründer und nach ihm haben sie die Stadt benannt. Warum befindet sich das denn nicht an der Wand? Ach, das ist er also, der gute Isaac Shepherd. Können wir das Regal irgendwie schieben? Das sieht hier so... Da ist eine Zeichnung. Dann müssen wir es auch schieben können. Wusste ich doch, dass das nicht einfach so da steht. Und es ist eine blutende Frau im Türrahmen oder unter der Dusche. Ich weiß es nicht. So, wie immer ganz typisch, einfach mal der Reihe nach alle Türen abgehen. Das war doch der Raum, den wir gerade gesehen haben, oder? Ich glaube schon, aber bevor wir uns das angucken, möchte ich mir die Bilder angucken. Das ist Cornelius Fitch, einer der vier Gründer von Shepherd's Glen. Okay, das hier ist gar nichts. Das hier ist irgendein Glockenturm, ein Friedhof. Das hier ist niemand. Können wir die Tür hier schon mal öffnen für später? Nein. Dann haben wir hier niemanden. Einen sehr uninteressanten Menschen, der ist auch sehr uninteressant. Ein Vorfahre, Bürgermeister Bartlett, war auch Gründer der Stadt. Bartlett war hier der Bürgermeister, seit ich denken kann, und nie ist jemand gegen ihn angetreten. Ich denke, Familientradition wird hier noch großgeschrieben. Ja, sieht so aus. Das ist Edith Holloway, eine der Stadtgründerinnen. Mein Vater hasste die Holloways, aber Margaret hat mich immer gut behandelt. Sie und Elle haben mir sogar Briefe geschickt, als ich in den Krieg musste. Mehr Briefe als jeder andere. Manchmal frage ich mich, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn ich in eine andere Familie geboren worden wäre.
Okay, wäre der lieber bei denen aufgewachsen? Was ist das? Mom und Richterin Holloway bei einer Unterhaltung in unserem Haus. Da gibt es gleich viel zu lesen, wie es aussieht. Hier fehlen zwei Bilder. Das sieht wie ein Schlüsselloch aus. Wir haben einen Gründerschlüssel. Ein Geheimversteck im Rathaus? Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Die Geschichte von Shepherd's Glen ist eine der großen Gelegenheiten und des wagemutigen Pioniergeistes. Vor nahezu 1,5 Jahrhunderten kamen die Gründerväter auf der Suche nach einem neuen Heim als Pilger hierher, um ihren Glauben zu praktizieren und den Wohlstand ihrer 4 Familien sichern zu können. Schon nach kurzer Zeit begann sich der Ort prächtig zu entwickeln. Ladengeschäfte und Betriebe schossen entlang der Straße, die sich heute Hauptstraße nennt, empor. Im Verlauf der Jahrzehnte kamen immer mehr Touristen, die erpicht darauf waren, die Seen und Landschaften der Gegend zu entdecken. Und mit den Touristen kamen noch mehr Geschäfte. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden viele der städtischen Gebäude aus den Anfangstagen wie das Rathaus und die Bücherei restauriert. Die 90er Jahre brachten frische Investoren, die Shepherd's Glen auf dem Weg ins neue Jahrtausend modernisierten. Selbst während seiner erfolgreichsten Jahre blieb Shepherd's Glen eine Gemeinde, die untereinander sehr stark zusammenhielt und den Idealen ihrer Gründerväter nachstrebte. Man kann es nur vermuten, aber die Gründerfamilien wären sicher mit Stolz erfüllt, wenn sie die heutige Stadt sehen würden. Okay, von wem ist das Bild? Schade, das kann man leider nicht sehen. Und bevor ich da unten reingehe, werde ich hier den Flur noch erkunden. Von da bin ich doch gekommen, ne? Ja, von da bin ich gekommen. Diesen Flur erkunden und auch den anderen. Ach, das war die Tür hinter mir, ne? Die zugegangen ist. Das will ich doch hoffen. Ich sehe. Was war das? Ich sehe Gespenster, aber ich sehe auch einen Speicherpunkt. Das ist natürlich sehr schön. War hier das Büro des Bürgermeisters? Das sieht so. Alex, kommst du nicht an dem. Er kommt nicht an dem Stuhl vorbei. Okay. Wer ist das hier? Ist das wieder einer von den Bartletts? Man weiß es nicht. Gut, dann werde ich erstmal speichern. Es hängt natürlich, wie immer beim Speichern, kennt man ja mittlerweile. Und jetzt hoffe ich, dass wir als nächstes hier eine Karte finden. Denn ohne Karte komme ich überhaupt nicht klar. Da werde ich 10-mal in den gleichen Raum reingehen, weil ich denke, dass es ein anderer ist. Ich habe echt die Befürchtung, dass gleich in einem Raum wieder was ist. So, umgeworfene Stühle, da liegt ein Buch, was wir uns nicht angucken können. Schade, warum können wir dann hier rein? Bücherregal, Aktenschränke. Ich weiß, warum wir hier rein können. Damit ich nämlich wieder verwirrt bin. Und gleich nicht weiß, was Sache ist. Das ist nur eine Heizung. Ach so, ich bin jetzt schon auf der anderen Seite. Echt? Nee, Moment, hier ist noch eine Tür. Was sind das für Geräusche? Da flüstert doch immer jemand. Das bilde ich mir doch nicht ein. Ach, das ist ein Serum, ne? Wie geil. Ne, ein Erste-Hilfe-Kasten, oder? Oder ein Serum? Nein, das ist ein Serum. Gut, ist natürlich auch schön, weil es die Energie vollständig heilt. Aber so 3 Gesundheitsdrinks wären mir dann doch lieber. Na gut. Genug gequatscht. Ich glaube, jetzt muss ich hier unten hin.
Ach, was liegt denn da? Ich freue mich. Erste-Hilfe-Set. Da geht's runter, da geht's runter. Ich nehme wie immer die linke Seite. Ich weiß nicht, wenn ich nicht nur in Spielen, sondern auch so im Real Life mich entscheiden muss zwischen rechts und links, nehme ich meistens links. Ich möchte gerade nur wissen, ob die Gegner hier sind, aber wie es aussieht, sind sie tatsächlich da unten in diesem kleinen Spalt. Ich kann ja mal versuchen. Ja, kommt drauf an, welche Gegner das sind, ne? Hallo? Ah, eine Krankenschwester. Noch eine Krankenschwester. Und wo zwei sind, sind meistens noch mehr. Ich versuche mal, ob ich in der Mitte erstmal durchlaufen kann. Sehr schön, ich komme an denen vorbei. Drei. Gut, es sieht aus, als würden hier überall Bücher liegen. Das heißt, es gibt viel zu lesen und es wäre tatsächlich von Vorteil, wenn wir die drei Damen hier töten würden. Wie die hier stehen, ne? Alter, die kommen wieder. Aber sie sieht mich ja nicht, ne? Sehen die ihn? Moment, Alex, renn mal weg und dann stell dich mal irgendwo ganz still hin. Oh, ich glaube, die sehen ihn. Oder? Ah, die sehen ihn nicht. Das ist super. Dann werden wir das jetzt wirklich mal auf die langsame Tour hier versuchen. Ah, die stechen sich selber ab. Zumindest hat die eine gerade die andere abgestochen. Ich hoffe. Okay, Alex, renn. Na, nein! Ey, das passiert immer, weil das. Ja, ist jetzt auch egal. Weil das komischerweise auch auf zwei Tasten belegt ist, was extrem doof ist. Naja, ärgern wir uns nicht, stechen wir lieber die alte ab. Ja, komm. Na komm. Was? Was hat er gesagt? Was? Warum sticht er nicht vernünftig zu? So, was hat er gesagt? Auf dem Boden ist ein großes Symbol. Ich weiß, dass ich es schon mal gesehen habe. Und ich weiß, beziehungsweise ich glaube, dass es jetzt tatsächlich hier eine Lesestunde geben wird. Fangen wir mal einfach hier an. Dieses Buch sieht sehr alt aus. Die Seiten sind alle zerfetzt. Ich kann den Text kaum lesen. Um den Weg weiter zu verfolgen, den wir eingeschlagen haben, ist es von größter Bedeutung, dass sich die Menschen auch an den zurückgelegten Weg erinnern können. Dazu müssen wir ständig akkurate Aufzeichnungen über die Vergangenheit führen, sie aktualisieren und sie hegen und pflegen, ohne dass Außenstehende sie gefährden können. Sobald dieses Wissen übertragen wurde, soll der Hüter des Wissens sich in ein reines Heiligtum zurückziehen. Dort soll er sich ausschließlich der Geschichte der Gründer widmen. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Na gut, klingt erstmal nicht hundertprozentig verständlich, zumindest. Ja, gut, mal gucken, was das hier gibt. Um das Ziel zu erreichen, einen perfekten Weg zu beschreiben, müssen Regeln befolgt und deren Einhaltung durchgesetzt werden. Um jedes Mitglied, das sich dieser Anordnung widersetzt, soll man sich schnellstens wirksam kümmern, und zwar im Hinblick auf die Gemeinschaft. Das soll den Wohlstand auch in der Zukunft sichern. Es ist daher unverzichtbar, dass ein legitimer Waffenmeister bis zum letzten Tag seines Lebens nicht vor der Verantwortung zurückschreckt, seine Macht anzuwenden. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Okay, das sind also sowas wie Leitsätze der Glaubensgemeinschaft. Nachdem die Wahrheit der Anhänger des ehemaligen Glaubens zerschmettert wurde, ist es von großer Bedeutung, dass eine Person die modernen sektierischen Rituale, für deren Erschaffung und Schutz wir uns so gequält haben, bewahrt und pflegt.
Nach Antritt auf diesem Posten soll der Meister der Rituale eine Pilgerreise an den Rand der verlassenen Region machen, um sich von den Sünden der Vergangenheit zu reinigen. Dort wird er auch die Vorväter um Vergebung und Verständnis bitten. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Ja, im Namen des Herrn, so soll es sein. Was ist das für ein Stein? Opferdolch erhalten. Und das ist, wie es aussieht, der Schlüssel zu dem Geheimzimmer von seinem Vater. Und der Opferdolch wurde gerade soeben durch das Messer ersetzt, wenn ich das richtig sehe. Heißt also, wir können auch damit kämpfen. Ach, das war nur das Buch, ne? Hatten wir im Moment. Wir hatten das hier noch gar nicht. Das lesen wir noch eben. Zur Verteidigung der Lehren ist es erforderlich, dass eine Person allein über die Bestrafung von Mitgliedern befindet, die von dem Weg abgekommen sind. Diese Urteile müssen in vollem Verständnis der dargelegten Gesetze vorgenommen und ohne Vorurteile vollstreckt werden. Der Vollstrecker der Gesetze darf seine Verantwortung zur Anwendung seiner Macht nicht abgeben und muss in öffentlicher Anhörung schwören, dass er immer die Ideale des Buches ehren wird. Im Namen des Herrn, so soll es sein, so soll es bleiben, so habe ich es mir gewünscht. Das ist das einzige Lied von der Band. Ich glaube, das ist von Ich und Ich, ne? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber kennt ihr doch dieses So soll es sein, so soll es bleiben? Das ist das einzige Lied von der Band, was ich gut finde. So, das ganz nebenbei. Ich wollte... Ja, wahrscheinlich müssen wir als nächstes nach Hause. Ich wollte aber eigentlich erstmal speichern und habe wieder verpeilt, wo man speichert. Ah, hier! Also wirklich, beim nächsten Mal denke ich an die Auflösung, weil das ist echt super nervig, wenn das hier ständig hängt. So, ich speichere vorsichtshalber mal hier. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause, wo wir dann hoffentlich das Geheimzimmer von Alex' Vater erkunden können.